Grüß euch und hallo zusammen. Ich habe meinen Flug angehängt an meinen 6400er, um hier meine Zwischenfrucht umzupflügen. Da stand ja letztes Jahr die Wintertritikale, den Ramdam und Beneteau, und danach eine abfrierende Zwischenfrucht. Und das werde ich nun pflügen. Das wird wieder Wiese, also da kommt ein Hafer hin als Deckfrucht und gleich als Untersaat ein Kleegrasgemenge, Luzerne-Kleegrasgemenge. Und das wird dann schätzungsweise dann beim zweiten Schnitt mit ins Silo und ab da ist es dann einfach wieder Wiese zum Mähen. Ja, ich fange mal an und schaue, wie das alles funktioniert. Es läuft, der Flug ist eingestellt, die erste Furche runter ist gezogen. Gute Fortschritte. Inzwischen habe ich fast das halbe Feld geackert. Naja, nicht ganz. Naja, gut, ein Drittel, sage ich jetzt mal. Aber der Boden fällt schön, Flug macht eine schöne Arbeit. Leider habe ich heute niemanden, der von außen die Kamera hält. Mein Sohn ist beim Walzen. Die Wiesen müssen ja auch mal fertig gemacht werden. Boah, mal schauen. Vielleicht findet sich morgen Freiwilliger. Ah, jetzt komme ich ans Feldende. Da sind wir direkt am Isarhang. Mal schauen. Ah, wir fahren hier direkt an die Kante. Da geht es runter. Da unten läuft die Isar entlang. Da links drüben wäre dann Wolfratshausen. Und gegenüber ist Icking. Da darf man als Fahrer nicht einschlafen, weil sonst fällt man da den Berg runter. Jetzt drehen wir den Flug einmal um. Ja, das funktioniert schon super mit dem Rabenflug, den ich da hinten dran habe. Den habe ich mir auch mal vor, ist ja schon wieder 3 Jahre, 4 Jahre her Gebrauch gekauft. Bei den alten Gassner, wo ich vorher hatte. Das waren 3 Schar und mit einem knappen Meter Schnittbreite. Und der passt an 100 PS Bulldog einfach nicht mehr hin. Da war dann einfach der Punkt gekommen, um zu sagen, mehr. Ich trenne mich davon. Und ich wollte einen Streifenflug, weil der sich bei meinem Boden ein bisschen besser putzt. Und auch ein bisschen feiner, der Boden ein bisschen feiner fällt. Und das macht er auch. Also das Flugbild ist einwandfrei.
Inzwischen bin ich in Straßlach herunten. Das ist das Feld, wo ich letztes Jahr die Lupinen gehabt habe und danach Zwischenfrucht gesät. Man sieht da noch so ein paar Lupinenstrohreste. Aber wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, wie der Boden ausschaut, wie der schön fällt, der ist richtig schön gar. Also das ist schon wunderbar. Feuchtigkeit, der bröselt schön, fast noch ein bisschen feucht, aber wunderbar. Da herunten, da ist auch ein bisschen mehr Lösse im Boden, das merkt man schon. Das hält auch die Feuchtigkeit unheimlich gut. Pflug macht eine super Arbeit. Also wir haben hier einen Rabe 4-Schar Drehpflug. Nicht mehr der modernste, aber für mich vollkommen ausreichend. Mit einer Schnittbreite von ungefähr 1,40 m, ich glaube 4 x 38 cm. Und hydraulischer Wendung. Ja, und davor ist der Sechser. Gerade die richtige Größe für den Flug. Kleiner dürfte er nicht sein. Ich bin fertig mit dem Ackern. Das habe ich jetzt gerade schon vor Mittag geschafft. Es war jetzt ein Hektar. Und da kommt heuer Hafer hin. Mit einer Luzerne-Kleegras-Untersaat. Der Hafer wird gedroschen und die Untersaat wird dann wieder die nächsten 3-4 Jahre Wiese und Futter für meine Kühe. Also ich habe den Acker, habe ich ja gestern gepflügt. Der Pflug macht zwar gute Arbeit, aber der Acker ist doch recht grau. Und jetzt ist mein Sohn da gerade beschäftigt und fährt über den Acker einmal mit der Ackerecke drüber. Da kann man vielleicht sagen, ja, was soll das jetzt mit der Ackerecke? Du hast doch eine Kreiselecke und eine Drillkombination. Ja, das schon, aber die Ecke macht einfach oben ein bisschen fein, regt das Unkraut auch zum Keimen an. Und nächste Woche soll es nochmal regnen und das redet sogar nochmal von Schnee. Und dann kann sich der Acker ein bisschen setzen. Und dann komme ich beim nächsten schönen Wetter mit der Drillkombination und sähe den Hafer. Nach dem Hafer habe ich ja da wieder Wiese. Und wenn ich so einen buckelten Acker habe, dann habe ich auch so eine bucklige Wiese. Und das macht beim Mähen und Kreiseln und Schwarten keinen Spaß. Drum machen wir da jetzt lieber noch mal einen Eckengang drüber, um den noch ein bisschen zu nivellieren und dass die Kreiselecke dann ein bisschen weniger Arbeit hat zum eben machen und dann wird der Acker insgesamt besser. Das rentiert sich. Also der Dschungel, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mal einen Daumen hoch und fährt euch. Bis zum nächsten Mal.